Ja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich hoffe, ihr hört mich trotz des Krachs von dem Regen. Ja, Regenzeit in Malaysia. Hier ist Land unter, schaut euch das mal an. Da draußen schwimmt wirklich die Straße. Hier auf unserem Hof läuft es auch mittlerweile rein, was normalerweise hier immer alles trocken ist, wenn es regnet. Wir haben hier vor uns so eine Rille. Wenn ihr mal schaut, die ist mittlerweile auch voll und läuft über. Und ja, mal sehen, wenn das jetzt so weitergeht, müssen wir befürchten, dass das Wasser hier wirklich ins Haus reinkommt. Das wäre natürlich echt blöd und das war wohl schon mal so. Also das wäre wohl nicht das erste Mal. Es war hier schon mal so, dass tatsächlich das Haus überschwemmt war. Ja, nun schauen wir mal, wie es weitergeht. Es regnet nun schon den zweiten Tag so heftig. Und ja, wie gesagt, also wenn man jetzt rausgehen will, müsste man schwimmen. Problem ist, wir haben hier keine Vorräte, wir müssen tatsächlich raus. Wir brauchen Wasser, Leitungswasser kann man hier nicht trinken, das ist alles geklort. Ich glaube, so Essen haben wir auch noch einiges, was uns fehlt, wo wir also raus müssten. Mal sehen, ob wir das heute irgendwie noch bewältigen können oder ob das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Ja, das war mal ein kurzes Video von der Regenzeit in Malaysia. Und uns geht es gut. Danke euch. Guck mal, da fährt einer mit Regenschirm bei dem Wetter, Motorrad. Wow. Okay, Masalam und ciao. So, nochmal ein Video. Guckt euch das jetzt mal an. Vielleicht seht ihr das von hier. Die Straße ist auch gestiegen. Ja, auf unserem Hof hier ist auch alles gestiegen. Es kommt mittlerweile hier oben hin. Da fährt jetzt ein Auto durch. Die schaffen das noch ganz gut. Ja, aber wie gesagt, das Wasser ist mittlerweile jetzt hier oben. Ich weiß nicht, also ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis wir es dann auch hier im Haus haben. Mittlerweile haben hier die Katzen sich schon bei uns oben gerettet. Ja, also wie gesagt, eine Katze sitzt hier oben schon in voller Panik und unser Kater ist drinne. Der ist ja immer bei uns, egal wie das Wetter ist, aber die sind auch total ängstlich, die Katzen. Ja, und es steigt und steigt und steigt und ja, mittlerweile müssen wir befürchten, dass wir hier in der Wohnung irgendwie schwimmen. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Irgendwie schon ziemlich blöd. Und jedes Mal, wenn da ein Auto da so vorbeifährt, der gibt dann nochmal so eine richtige Welle hier rein. So, jetzt schwimmen die Schuhe mittlerweile. Die stehen also auch nicht mehr fest, wie man sieht. Lustig, lustig, Malaysia, toll, super, ich freue mich, dass wir hier sind. Mal sehen, da draußen schwimmt irgendwo, ach, die Mülltüten, genau, hier bei uns an der Ecke, warte mal, andere Seite, da vorne, an der Bananenpalme, da ist der Müllplatz, da werden die ganzen Mülltüten hingestellt. Und wie man sieht, da war ja schon mal eine Tüte, die geschwommen ist, jetzt schwimmt schon die zweite, also der Müll schwimmt mittlerweile hier auch weg. Ist ja echt ganz toll. Nebenan hier steigt das Wasser auch. Die Teppiche schwimmen, wie ich gerade da sehen kann. Ja, habe euch kurz mal rausgehalten. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Oh Mann, ich berichte weiter, wenn das Wasser steigt. Okay, bis dann.